Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute drehe ich ein Shein Try-On-Haul. Mal wieder, könnte man sagen. Diesmal habe ich aber einen Rabattcode für euch. Diesen blende ich euch hier irgendwo ein und den findet ihr auch nochmal unten in der Infobox. Und der ist noch bis zum 31. Juli gültig. Nur damit ihr Bescheid wisst, ne? Und mit dem Code bekommt ihr 20% Rabatt auf Bestellungen ab 49 Euro. Genau, das war schon alles, was ich sagen wollte, was ihr wissen müsst. So, ne? Ihr versteht schon. Deswegen, ja, fangen wir jetzt an. Ich zeige euch die Sachen. Genau, wenn es euch gefällt, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann nicht. So, das erste Teil ist dieses Oberteil. Ich finde es sehr, sehr nice. Ich finde auch den Schnitt sehr, sehr schön. Es ist sehr, wie sagt man das, vorteilhaft geschnitten. Es macht einen schönen Ausschnitt, finde ich. Oder halt so Brustbereich. Ihr versteht schon, was ich meine, ne? Und das habe ich in der Größe S bestellt. Und ich finde es cool mit diesem Batikmuster. Und allgemein ist es so braun. Und ich stehe gerade irgendwie voll auf so Brauntöne, so. Ich weiß nicht warum, aber ich finde das mega nice. Dann habe ich noch so ein Bandeau-Oberteil. Ich glaube, es heißt Bandeau. Ich glaube, das sollte stimmen. Das hat hier vorne so ein Detail mit so einem Ring. Ja, so ihr seht ja, was ich meine. Das finde ich auch sehr süß. Ich weiß nicht, das ist so eigentlich so richtig basic, aber irgendwie hat es halt was wegen diesem Ring hier vorne. So, das nochmal so ein bisschen so, es wertet das so ein bisschen auf und dadurch ist es nicht so langweilig, ne? Dann das nächste Teil ist schon wieder ein Oberteil, weil irgendwie diesmal hatte ich so ein bisschen mit Oberteilen so. Ich weiß nicht, habe ich sehr viele schöne gefunden, muss ich sagen. Und so sieht es aus und ja, schön, dass ich es halten kann. So sieht es aus und es hat hinten so ein paar Details mit so über Kreuz so, ne? Ihr seht es ja eh angezogen, also... Ihr seht ja dann, was ich meine, ne? Was ich versuche, euch so zu erklären, weil ich so toll erklären kann. Aber ja, das finde ich auch sehr schön. Es macht auch einen nice Ausschnitt. Dann haben wir noch dieses Oberteil. Das finde ich irgendwie mega cool. Das hat so voll was. Weil das hat hier an der Seite so diese Schnürung. Also, keine Ahnung, Schnürung halt, ne? Wo ihr das dann so zusammenziehen könnt. Und dann wird es so enger, wie auch bei diesen Kleidern. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Und ich finde das Muster halt sehr cool, weil das ist so ein Marmormuster. Und ich weiß nicht, das ist irgendwie so mal was anderes, so gefällt mir. Ist mal ein bisschen abwechslungsreich. Also finde ich auf jeden Fall sehr schön, das Oberteil. So, dann haben wir noch dieses Oberteil. Und das ist so, ich weiß nicht, ich glaube irgendwie gefühlt jeder hat dieses Oberteil. Aber ich finde es einfach nice. Das ist einfach nice. Das ist einfach süß. So mit den Steinen. Das gibt es auch in ungefähr... gefühlt 30 Ausführungen in jedem erdenklichen Schnitt. Und ich habe es jetzt in diesem Schnitt geholt. Das hat hier hinten nochmal so ein Loch, so ein Schlitz, keine Ahnung. Ne? Und ja, finde ich richtig nice. Auch wieder braun, weil wie gesagt, braun, ich weiß nicht, braun ist irgendwie eine nice Farbe so. Ich habe ehrlich gesagt noch keine braunen Oberteile. So, dann haben wir, wer hätte es gedacht, wieder ein braunes Oberteil. Aber diesmal mit so Spitze und das finde ich auch mega schön. Auch der Stoff, ich weiß nicht, ich mag den ich mag den Stoff von Shein irgendwie mega. Ich weiß nicht. So, das fühlt sich einfach cool an. Ich finde, es liegt auf der Haut schön auf. So, gefällt mir einfach. Aber die Spitze, also ich weiß nicht, ich finde das Oberteil so süß. Ich habe jetzt schon ein paar Oberteile, die so geschnitten sind wie das hier. Und die sind einfach schön. So, kann man einfach nicht mehr dazu sagen. Die sind einfach nur schön. Dann das letzte Oberteil. Es waren ja nicht so viele, ne? Verstehe jetzt gar nicht, was ihr meint. So ist das hier. Das finde ich auch mega süß. Das hat so kleine Blumen drauf und ah, ich finde es einfach schön. So, dann habe ich mir noch eine Hose ausgesucht. Das ist auch tatsächlich die einzige Hose. Die sieht so aus und das ist eine Schlaghose. Ich liebe Schlaghosen. Ich liebe Schlaghosen. Es sind A, die bequemsten Hosen. Und B, die schönsten Hosen und C machen Schlaghosen einfach so eine nice Figur, so. Deswegen, oh, ich liebe diese Hose einfach nur. Aber ja, die hat auch übel den weichen Stoff. Die ist ein bisschen durchsichtig, aber wenn man einfach so, wie heißt das, diese Unterwäsche anzieht, die so keine Abzeichnung hat. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Das hat irgend so einen Begriff, aber ich weiß den Begriff gerade nicht. Und einfach so, oh,
hautfarbene Unterwäsche, dann geht es übel klar, dann sieht man da auch nichts durch so. Und ich meine, selbst wenn man so ein bisschen was durchsieht, finde ich, ist es kein Weltuntergang so. Aber ja, ich finde die Hose sehr, sehr nice. So, dann habe ich mir noch einen Jumpsuit ausgesucht und es ist echt schwierig, den zu halten, weil den muss man irgendwie so schnüren. Und ich habe echt lange gebraucht, um rauszufinden, wie ich den anziehen soll. Aber ja, so sieht der aus. Der hat auch so ein süßes Blumenmuster und ja, finde ich ganz süß. So, dann habe ich mir noch ein Kleid ausgesucht und zwar sieht es so aus. Das ist auch mit so Blumen und ich finde das so unfassbar süß, dieses Kleid. Und es hat auch hier an der Seite so eine Schnürung, wo man das halt so, dann so hoch macht und dann ist auch wieder enger, also so wie auch bei diesem Marmoroberteil. Und in der Mitte hier so am Ausschnitt, sage ich mal, da hat es auch so eine Schnürung, da kann man das auch so enger ziehen, wie man halt möchte. Und ja, ich finde es extrem süß. Ich weiß nicht, ich hatte es irgendwie diesmal ein bisschen so mit Blumen. So, dann haben wir noch ein Kleid. Das sieht so aus. Das ist so Bordeaux-rot. Ich wollte es eigentlich in dem Grün, wie mein Oberteil grün ist. Das war gerade, glaube ich, kein korrekter deutscher Satz, aber ich glaube, ihr habt verstanden, was ich meinte. Aber das war leider nicht mehr verfügbar und dann war ich schon traurig so. Und dann haben die mir das in Bordeaux-rot geschickt. Und dann war ich traurig. Aber egal, es ist auch in Bordeaux-rot sehr schön. Genau, so sieht das Kleid aus. Und ja, so, dann kommen wir auch schon zum letzten Teil. Das ist auch wieder ein Kleid. So sieht es aus. Ich finde es mega, mega cool. Auch die Farbe lila richtig schön und es ist so auf so Batik-Optik angelehnt. Und ja, ich finde es richtig schön. Das ist hier so quasi bauchfrei. Genau, so sieht es auf jeden Fall aus. Und man kann auch die Träger verstellen, was ich immer bei sowas sehr gut finde. Weil sonst unter Umständen sieht man ein bisschen zu viel und das wäre schlecht. So Leute, das war's dann auch schon wieder mit diesem Haul. Ich hoffe natürlich wie immer, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann dürft ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben und mich auch abonnieren. Wäre schon nett, wäre schon sympathisch. Und ja, genau, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, Nacht, whatever. Ihr dürft mir natürlich wie gerne immer auf Instagram folgen. Mein Instagram ist wieder hier und auch nochmal unten in der Infobox, sowie auch mein Snapchat und mein TikTok. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Und bleibt gesund, denn Gesundsein ist wichtig. Küsschen!